Hallo, und das sind wir wieder bei Let's Play Minecraft Staffel 3. Ja, weiter geht's. Mal kurz da mal. So. Ja, ich habe hier mal kontrolliert, ob alles passt. Hier läuft alles. Der Zug liefert schön Sachen ab. Gibt ein paar Probleme mit dem Chunkloader anscheinend, weil der Zug. Jedes Mal, wenn ich den Server neu starte, fährt der Zug nicht weiter. Habe ich da noch ein paar Chestkarten hinzugefügt, damit er einfach schneller die Sachen liefert, Materialien. Wir gucken dann mal weiter. Am besten wir gehen mal schlafen. Das, was wir jetzt brauchen, ein schönes Nickerchen. Oder ich zumindest. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist. Aber ich kann einen so ein Nickerchen schön vertragen momentan. Wir schauen mal, wie viel wir eigentlich schon Stick Riesen haben. 600, ach du Kacke, ey. Jetzt schon ab, ne? Crafting. Können wir eigentlich Rubber craften? Ne. Dann nehmen wir hier ein Stack raus und schmeißen ihn hier rein. Ah, hier wartet schon noch was. Gut, gut, gut. Das haben wir gesagt, das lassen wir dann drüben in unserer Anlage dann laufen. Wir müssen zuerst, ihr seht, Lava geht nach unten, das irgendwas ist da mit der Chunk, oder? Muss kurz in die Welt rein, dann kann wieder raus. Also so mit den Müsquest-Welten klappt das nicht so ganz mit den Chunklonen. So, ja auch mal. Können wir mal schauen, wo die Query steht? Die müsste ganz da hinten irgendwo sein. So, darauf. Hier steht sie. Frisch und munter, ne? Schon in ein Schneegebiet gewesen hier. Hier liegt ja überall noch Schnee. Und dann können wir eigentlich wieder nach Hause fliegen. Oh, großer Baum. Können die Quere noch ein bisschen laufen lassen, oder? Ja, lassen wir noch laufen nebenbei, ne? Soll es halt ein bisschen laufen. Buch könnte man eigentlich versetzen hier. Die Quere in Nether könnten wir auch einschalten, aber ich. Hier müssen wir Quere. So. Dann schalten wir die hier mit an. Zack, an. Und die schaut man auch an. Das müsste ja genau 600 Nether sein. Hier ist ziemlich rot. Da haben wir. Oh. Ah, 19.000 von 700. Da haben wir noch Platz. Wie ihr seht, wir haben jede Menge Äpfel und Oakwood-Säpplinge. Da werden wir jetzt eine Biogasanlage bauen. Ja. Wie bauen wir das am besten? Wir holen uns mal. Ich bin noch überlegen, was brauchen wir dafür? Wir brauchen dafür eigentlich Carpenter City, das passt. Zentrifuge? Nee, wie heißt denn das andere Teil, wo wir. Fällt mir gerade nicht ein. Zwar. Squeezer, glaube ich. Kurz mal gucken. Genau, Squeezer brauchen wir. Um dieses. In Squeezer kommt hier dann unsere Äpfel rein, dann bekommen wir. Apple Juice, glaube ich, ja. Und dann wir schauen. Wir brauchen, haben wir gesagt, Biomasse. Biomasse bekommen wir eben aus Biomasse. Da sieht man es genau. Zum Beispiel ein Rubber Twist-Setzling mit Wasser bringt 0,8 und mit Apple Juice bringt es 1,2, also ein Drittel mehr. Ach, vier, die Hälfte mehr eigentlich. Also bringt das 150%. Das werden wir jetzt bauen. Und zwar habe ich jetzt wieder vergessen. Im Fermenter, okay. Also in Squeezer, ein Fermenter brauchen wir. Aber nur Carpenter. Nicht. Squeeze ein Fermenter brauchen wir noch. Den werden wir uns organisieren. So. Fermenter. Oder haben wir sowas? Ne. Suchen wir aus dem mal. Fermenter. Ich schätze mal, da werden wir sowieso zwei bauen. Bronze Gear.
Bronze? Ne, nicht Bronze, irgendwas Bronze. Ah, können wir craften, sagen wir 2 Stacks. So, dann brauchen wir Stone Gears. Steinerne Zahnräder, die sollten wir eh haben hier. So, so, so. Genau, wir brauchen 4, also 8. So. Eine Stirling Machine. Haben wir sowas oder nicht? Nein, dann brauchen wir noch Bronze. Da brauchen wir 2 Stück davon. Ah, hier hätten wir noch Zahnräder gehabt. So, so. Und Glas, oder? Ja. Glas haben wir hier. Zack, zack. Ich hoffe, das reicht, wenn wir ein Squeeze haben. Aber ich schätze mal, hier ist Squeezer. Ist so eine Sache. Machen wir auch 2. Wir haben es ja. So, dann hier mal kurz. Also Stirling Engine und Tin. Heißt für uns wieder, wir brauchen Bronze für eine Stirling Engine. So. Dann war hier Tin. Jetzt wollte ich schon sagen, wir haben keinen Sinn mehr, aber in Wirklichkeit haben wir genug davon. Und ich glaube Glas, oder? Wenn ich mich noch erinnern kann. Ein Squeezer, sehr gut. So, was brauchen wir noch? Deserex sollten wir drüben haben. Wir haben Energiepulp hier. Das haben wir, wir brauchen. Mal das weg. Das weg. Das aussortieren. Boarding Track brauchen wir noch welche, falls wir die haben noch. Boah. Müssen wir unten schauen. Wir brauchen Unloader. Liquid Unloader. Ja, so eine Sache. Wir brauchen hier eigentlich Loader und Unloader. Unloader. Brauchen wir theoretisch nicht. Ne, Unloader brauchen wir nicht. Wir brauchen Item Unloader. Advanced Item Unloader ein Stück. Machen wir hier einmal das. Ne, da brauchen wir noch einen. Und wir brauchen noch einen Loader. Und zwar brauchen wir hier einen Advanced Loader. Oder machen wir auch 2? Ich weiß ja nicht. Sicher, sicher, ne? Und wir brauchen Boarding Tracks. Die Frage, wie bauen wir die Advanced Rail? Haben wir keine mehr? Haben wir hier noch irgendwo was? Bowling Machine. So, bauen wir hier Standard Rail, Redstone, Gold. Standard Rail, Redstone und Gold. So und Gold haben wir gesagt. 1,5 Stack. Dann haben wir da jede Menge von denen. Ich glaube, so viel brauchen wir gar nicht. Nicht reinziehen hier. So, Standard Rails. Redstone. Und Gold. Oh, da bekommen wir 8 raus. Da brauchen wir gar nicht so viel. Hier ein bisschen weniger. Doch viel brauchen wir nicht da. Nein, 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 nein. Und dann brauchen wir noch Wellpad, oder? Wooden Wellpad. Das sollten wir haben. Wooden Wellpad. Dann war Redstone oben. Oder so in der Art. Ne, unten war Redstone. Ne, das war so. So und oben war. Pressure Plate, also Stone. Und den Stone einfach hier mal so gemacht. Zack, zack. 40.
Und diese schönen Rails hier, 56. Ja, so viel brauchen wir gar nicht da. 16 Boarding Tracks sollten genügen. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Liquidakt brauchen wir. Und ich denke mal, das wird vorerst reichen. Ne, wir brauchen hier noch. Machen wir ein Stack davon, ein Stack davon. Die Farmen haben wahrscheinlich auch nichts zu tun, weil wieder Dirt fehlt. Da muss ich immer ein bisschen nachbestellen dort. So, das sag ich mal, Craft. So, hier einfach eine Zahl, dann macht er 4000 irgendwas draus, 96. Also 4 GB sind das dann. Nee, nicht drunter, ich wollte drauf. Wir müssen. Ja, wo müssen wir eigentlich? Gute Frage, ne? Wir müssen doch runter hier. Weil wir müssen erstmal. Hier sind die Loader, ne? Item Loader. Da können wir hier gleich sagen. Er soll in dieser Kiste jeweils ein Stack Apple Seed und ein Stack Apple. Oh gut. Habe ich keine Äpfel mitgenommen? Ich habe doch Äpfel mitgenommen. Wollt ihr mich verarschen? So. Hallo, wo ist mein. Warum kann ich die Äpfel nicht rausnehmen? Kann mir das einer erklären? Ja. Versuchen wir es mal anders. So. 0M1. Was hat da denn jetzt für ein Spinner hier? Ein Apfel. Ist doch da. Okay, muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Ein Stack. Also, kann ich nicht rausnehmen, ey. Okay. Irgendwie haben wir da einen scheiße Fehler. Mal kurz was gucken gehen. Oben in unser System. Na komm. Irgendwo haben wir da ja Äpfel drauf, ne? In deiner Disk sollten ja die Äpfel drauf sein. Schauen wir uns einfach mal die einzelnen Disks durch. Hier sind nette Sachen drauf. Vielleicht hier was. Hier sind Äpfel drauf. 37k. Kann ja aber nicht rausnehmen. Die wollen mich irgendwie auf eine Art und Weise verarschen, glaube ich. Wir gehen nochmal schlafen. Die wollen mich anscheinend nicht echt verarschen hier. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Sollen wir was anders testen? Wir kriegen ja hier auch irgendwo Äpfel raus, wahrscheinlich. Ja. Irgendwie spackt das rum. Also bleibt in der Logistiklage. Aber das kann ich alle rausnehmen, ja. Nur die Äpfel. Echt eine komische Sache. Warum kann ich das nicht in den Inventar nehmen? Ich werde mal kurz disconnecten. Vielleicht geht's dann. Nein. Die kann ich rausnehmen. Alles kann ich rausnehmen, nur keine Äpfel. Mal den mal raus. Jetzt haben wir hier auch noch Äpfel drin, 113k. Ja, das ist natürlich spitze, ne, wenn man. Wohin geht der Stein überhaupt? Also, ja, ich weiß schon, wohin der geht. Der muss ja hier nachproduzieren. Zack. Jetzt müsste er aufhören, ja, genau. Passt. Fehler von mir. Okay, Äpfel können wir nicht rausnehmen. Natürlich. Sau doof. Weil ich sonst keine Ahnung habe, wie wir an Apple Juice kommen ohne Äpfel.
Mit 150k sollte ja eigentlich reichen. Ja. Okay, dann bauen wir es mal auf und ich werde offline mich drum kümmern. Mal gucken, vielleicht kriege ich das repariert hier. Also jetzt sagen wir hier ein Stack und hier sagen wir, er soll immer eins. Einen halben Stack. Nee, gleich ein Stack soll er laden. So. Dann geht's auf nach. Ja. Keine Ahnung, wie man das nennen kann hier oben. Produktionsstätte. Hier haben wir ja schon. Hier machen wir unser Stickwesen und dann bauen wir einfach hier weiter. Das Stickwesen. Habe ich ja gesagt. Da kommt hier noch ein Ofen oder sowas hin, wo ich dann einen Loader, Unloader. Also hier Loader, Ofen, Unloader, das passt. Wo wir dann auch gleich Gummi draus machen. Dann werden wir hier ein bisschen weiter. Dann bauen wir uns hier in der Ecke so. Hier bauen wir uns unsere zwei Squeezer auf. Also hier ein Squeezer. Und hier ein Squeezer. Machen wir da. Und hier kommt ein Loader oder Unloader? Item. Item Loader, also. Advanced Item Loader. Unloader. So. Davor kommt eine Boardingstrecke hin. So. Weil wir brauchen ja hier bei den Squeezer kommt der Flüssigkeit. Die pumpen wir mit den Liquiduct Pipes raus. Also da brauchen wir ja keinen. Man könnte das auch mit Worldcraft jetzt verbinden, aber das will ich nicht unbedingt. So, und dann kommen hier zweimal Fermenter. Einmal hierhin, Fermenter, der braucht. Da müssen wir was reinladen, bekommen Flüssigkeit raus. Also wieder so. Und hier kommt wieder ein Loader hin. Zack. Boarding Track. Das auch passt. Oh. Und hier hinten kommen wieder die Liquiduct Pipes dran. Dann werden die schön befüllt. Hier sagen wir rausziehen. Und ja, wir bräuchten hier noch ein Redstone-Signal irgendwie. Hier geht's, aber hier geht's nicht. Da machen wir dann einfach so. Zack. Und hier zwei Schalter drauf, wenn wir welche hätten, haben wir nicht. Bestellen wir mal welche. Kommen wir nicht hin. Dann darüber. Zwei Stück. So, das sind sie schon. Dann haben wir hier eins, zwei. Und der soll hier. Ja. Der Frage, was soll er hier? Na, ist natürlich doof, weil mit einem. Eine mit einer ist doof, weil er dann immer einen Fall macht und die zweite nicht. Das heißt, wir brauchen hier doch zwei Item Unloader. Hier ein Stack. Und hier noch einen, ja. Dann können wir den aber eins weiter rüber setzen. Aber da könnte ja sein, dass wir hier ein Nebenprodukt rausbekommen. Okay, dann lassen wir es doch lieber so. Das heißt, wir sind nochmal nach Hause, weil wir brauchen noch einen Unloader. Wo sind wir denn hier? Oder was haben wir jetzt? Wir haben jetzt Item Loader, wir brauchen Unloader. Und zwar Advanced, zwei Stück. Machen wir gleich wieder. Gut, dann haben wir das. Raus hier. Gehst du raus hier? So. So. Dann kommst du da weg. Boarding Track. Hier lang. Hier lang. Dann kommst du hier und du hier. Verklammern wir zum Glück auch mit. So. So. Könnte man eigentlich schnellere Schiene machen, außer diese blöden Standard-Duells, aber na egal.
So. Hier wieder eine Boosterschiene, dass wenn er wegfährt, er nochmal richtig Schub bekommt. Um die Kurve hier entlang. So. Ja, machen wir hier noch eine hin. Und da noch eine hin. So. Jetzt haben wir hier Problem, dass wir keine Boosterschiene mehr haben. Natürlich nicht das ist, was ich mir erhofft habe, aber egal. Das ändern wir dann schon noch. So, jetzt haben wir hier folgendermaßen. Den hier, das haben wir auch. 64 rein. Und hier soll er jeweils. Ha, jetzt ist die Frage, macht er das? Ne, hier haben wir falsch. Der gehört raus da. Hier kommen ja Äpfel rein. Und hier soll er. Zwei Stack davon rein. Sprich, er macht ein Stack hier rein und ein Stack hier rein. Das passt. Wir müssen mal eh wieder nach Hause. Wir haben Fertilizer vergessen. Das muss er auch hier entlang liefern. Zwar bauen wir Fertilizer. Nehmen ein Stack. Ja. Das heißt, du musst hier auch ein Stack Fertilizer hinmachen. Und du musst ein Stack Fertilizer mitnehmen. Das haben wir. Was brauchen wir noch? Boosterschienen habe ich gesagt, ne? Okay, wir hätten hier auch noch Balling Tracks gehabt. Hätte ich schauen müssen. Habe ich leider nicht. Und wir brauchen wahrscheinlich noch jetzt noch Fackel. Oder geht's das aus? Werden wir gleich sehen. So, er nimmt jetzt Fertilizer auch mit. Sprich, wir können hier sagen, er soll auch zwei Stack Fertilizer reinpacken. Stackweise, ne? Gut, dann können wir hier sagen, da und da kommt jeweils eine Boosterschiene hin. Die auch nochmal. Da und da. Und dann kommt hier. Du weg, du weg. Du fährst geradeaus. Und hier so. Zack. So, jetzt müssen wir unten noch umschalten, damit der auch entlang fährt der Ladestation, beziehungsweise ja, der Ladestation. Das wäre dann hier so und so. Dann fährt er hier entlang, genau. Hier sagen wir also laden, fährt rüber und kommt ungeladen zurück. Das passt. Jetzt hoffen wir, dass er gleich kommt. So, ja, das Minecart. Der Mod. Die Modifikation. Keine Ahnung. Jetzt kommt's. Das Minecart ist unterwegs. Fährt hier entlang. Müsste hier genau eins der Clan. Jo. Schaut gut aus. Dann geht's hier entlang. Folge mir bitte, Minecart. Folge mir. Komm schon. Folge mir. Es wird Nacht. Und hier soll folgendermaßen sein. So. Und so. Ist das hier ein Gleis? Nee. Wo ist denn das jetzt los da? Ja. Muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Ja, weil ich hier nichts gesagt habe, was abladen soll, ne? Was können wir hier sagen, was abladen soll? Eine Portalgun soll hier abladen und hier auch eine Portalgun. Es ist klar irgendwie, dass er hier nichts abladen kann. So. Dann müssen wir noch eine Runde warten. Dann schmeißen wir das dabei wieder zurück ins Lager. So. Da
das, 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 hier und hier und da. Hier dann natürlich, hier natürlich schön abgeladen. Und nimmt das auch natürlich wieder auf. Hier haben wir die Energie Tesseract. Die müsste man dann bis hier hinlegen, eine Leitung. Was ist denn hier unten? Achso. So. Weil hier unten brauchen wir Bauer, Bauer, Bauer. Zwar einmal brauchen wir den Bauer hier unten. Ja klar, flieg runter. Dann bauen wir sie. Ah, ich hasse das Jetpack hier. Hier unten bauen wir sie auch nochmal. Hier und hier. So, jetzt müsst ihr aber laden, oder? Ja. Ah, okay, ich verstehe schon warum. Ihr hoffentlich auch. Er kann nicht zwei Stack abladen, wenn nur ein Stack drin hat. Das heißt, wir müssen hier erhöhen. Normal 128, machen wir jetzt 127, ist auch egal. Ist doch egal. So. Buildcraft Pipes. Und zwar haben wir hier dann den noch nicht da. Nee, nicht da. Hier fehlt noch, los hier. Wir haben einmal hier und da. Hier und da. Hier und hier. Dann würde ich aber fast sagen, dass wir hier. So, mal gucken. Hier brauchen wir noch eine und hier noch eine. Das heißt hier so und hier. So, jetzt haben wir es aber. Und dass wir hier in der Mitte da noch eine Energie-Tesseract machen, eine Tesseract. Jetzt mal schauen, ob wir da noch was haben. Tesseract. Energy-Tesseract haben wir noch, ja. Stellen wir mal eine. Gucken wir mal, ob wir hier auf der Seite auch haben. Ja, Hammer, Hammer. Passt. Spitze, Spitze, Spitze. Das gefällt mir. Tu darauf. Tu mal weg da, weil wir müssen hier noch umschalten, damit das auch rauskommt, die Energie. So. Und hier sagen wir einfach den. Ja. Hier oben. Egal und. Receive only. Jetzt müssen die eigentlich schon was machen hier. Die da. Nein, machen sie nicht, weil Flüssigkeit fehlt, weil hier unsere Äpfel fehlen. Das ist natürlich saudumm, wenn Äpfel fehlen. Aber theoretisch würde er jetzt was machen, weil. Ja, es fehlt hier Wasser. Wasser. Wir können ja mal mit Wasser testen. Wir einfach die Äpfel nicht bekommen. Ja, ne. Echt eine komische Sache. Naja, dann machen wir mal mit Wasserzellen. So, machen wir mal 10 Stück. Echt nur bei den Äpfeln, ne? Man merkt's. Nur bei den Äpfeln. Hallo? Achso, hier muss ich die rein tun. Genau, dann arbeitet der hier schon, seht ihr? So, zack. Produziert hier schon Biomasse, verbraucht dementsprechend viel Wasser. Bleib mal stehen da. Und hier produzieren wir schon Biomasse, relativ viel, ja. Und relativ schnell. Nur hier die Squeezer haben natürlich noch nichts zu tun. Wir könnten hier eigentlich auch Seed reinmachen, oder? Geht das? Biomasse? Bio?
Mal gucken, so ob das mit Seed auch ginge. Es geht mit Apple Juice. Was ist das? Honig, ja, Honig geht auch. Na, ich möchte jetzt hier Apple Juice natürlich. Annehmt, okay. Honig, nee, Honig haben wir nicht. Also wie sollten wir denn das machen? Kommt man gar nichts raus. Der Weizen ist auch nicht viel was zu holen. Was ist das? Widget Zoo. Was ist denn das? Kriegen wir das her? Aus Karotten, aha, und Kartoffeln, na, das wäre ja auch noch was. Mal gucken. Auf alle Fälle brauchen wir jetzt mal dann Äpfel. Ich werde jetzt was testen. Ich werde jetzt mal in Cheat-Modus gehen und einen Apfel reinschieben, ob da überhaupt generell die Äpfel nicht gehen, oder? Jetzt einmal ein Cheat. Ja, ihr seht es, also generell gehen irgendwie die Äpfel nicht. Okay, das ist komisch. Das ist komisch, komisch. Option Rezeptmod. Da muss ich schauen, weil das sind ja schöne viele Äpfel. 150.000 Äpfel. Muss ich mal vorstellen. Habe extra lange darauf gespart. Naja, so, das läuft mal. Der holt hier schön alles ab. Macht auf der anderen Seite theoretisch Biomasse. Natürlich auch nicht, weil er ja kein Äpfel hat. Bitte mit verarschen, oder was? Hier kann ich sie rausnehmen, oder wie? Aber den Metall nehmen wir nicht, ne? Kann man mit Äpfeln irgendwas machen? Mal gucken, was kann man daraus machen? Hallo? Ja, in Squeezer kann man sich rein tun, das weiß ich. Golden Nuggets, dann machen wir mal Gold Nuggets. Nicht Royal Shelly. Nuggets haben wir zwei, okay. Dann nehmen wir Gold. Kann man ja die Goldnuggets eigentlich, glaube ich, so machen, indem man die einfach hier rein tut, ja. Versuchen wir es mal einen goldenen Apfel machen, vielleicht kann man zum Craften weiterverwenden. Ah, der verschwindet auch. Okay, ja, da muss ich mich drum kümmern. Keine Ahnung wieso. Das hat immer funktioniert. Okay, so, ja. Das kann Dirt, also kriegt du ein bisschen von mir. Ist natürlich sau doof, ja. Wenn wir hier, ja, wenn wir wahrscheinlich auch kein Dings rausbekommen, wenn wir hier irgendwo Bäume fällen, wenn die gewachsen wären. Wo wollte ich jetzt hin? Ich wollte hier runter mal. Und gucken. Nein, nicht so. Na komm, husch. So. Wir haben ja irgendwo unser Minecart, was zu den Farmen fährt, ne? Das finden wir ja irgendwo oben weiter, glaube ich, oder? Ist ein Stock höher, das müsste ja hier hinten sein. Hier sind die Äpfel. Ich kann hier alles mit Äpfeln machen. Nur nicht den Inventar nehmen. Das heißt für uns, wie bekommen wir einen Apfel von hier nach dort? Die Frage ist aber, warum nicht den Inventar nehmen? Warum kann ich sie da drin?
Ach, Menno, Menno, Menno. Wie machen wir das? Wie können wir die Äpfel hier rausnehmen? Na egal. Ich werde mich darum kümmern, irgendwie offline, würde ich mir schon was einfallen lassen. So, hier schalten wir mal ab. Hier schalten wir auch mal ab und gehen mal schauen, wie es dort jetzt ausschaut eigentlich an Items. Was wir da jetzt schon alles haben. Ob schon irgendwas überläuft oder noch nicht. Ich hoffe noch nicht. Steuerung habe ich ja hier noch keine gebaut. Da kam runter, ja. Ja, schauen wir mal. Redstone haben wir. Kohle, oh, Scrapboxen haben wir ziemlich viel. Also, die sind übergegangen. Da, Steine. Appetite haben wir ja relativ viel schon gefunden. Hier sind noch Scrapboxen. Ist alle voll. Hier ist alle voll. Scrapboxen, da muss ich aussortieren mal. Hier laufen noch die Scrapboxen. Energie hält stand, ja. Kein Problem. So, kriegst da noch was zu tun. Also die Anlage hier funktioniert. Rohstoffe haben wir massenweise. Wenn wir hier mal schauen, was haben wir so an Gold und so, weil das werden wir wieder brauchen. Ferrus ist nicht so viel. Eisen haben wir jede Menge. Oh, Kupfer wird bald voll. Wo habe ich Gold? Ah, da ist Gold. Gold haben wir nicht viel, ne? So, Erde ist ja auch voll. Können wir ja gleich ein paar Stack in unser Lager transportieren, weil da brauchen wir drüben nicht mal craften, sondern haben wir. So. Mal ein bisschen da einmal geht noch. Gut, dann würde ich sagen, dann belassen wir es vorerst mal dabei. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich wünsche euch viel Spaß und ich werde das mit dem Apple Juice da hinbekommen und werde da auch schon die Äpfel überall rein tun, damit der schon ein bisschen vorproduzieren kann. Viel Spaß beim Ansehen und wir sehen uns. Ciao, Leute.